Ein Wahlgang. Also ich bin der Frankfurter Oberbürgermeisterkandidat. Ex-U, ich sage S-U, weil mein Name hat nur zwei Buchstaben, die sind Ex und Wu. Und ich spreche jetzt mit jemand, ein junger Mann, was ist ja als junger Mann, ja, ist mal 35 und so, ja, in dem Sinne, und hat ein Kind bei 1,5. Und ich möchte gerne wissen, was er für Probleme hat mit Kita oder mit Betreuung und so weiter. Der Vater, der darf jetzt erzählen. Ja, also das ist sehr schwierig, eine Kita erst zu finden. Also wir waren im Kindernet, wir haben uns bei ungefähr 20 Kitas angemeldet über das Kindernet und wir haben die auch persönlich angeschrieben bzw. angerufen und wir haben dann auch keinen Platz bekommen, bis wir dann gehört haben, dass es eine Tagesmutter gibt, die auf der anderen Seite der Stadt ist. Und dann gehen wir jetzt dahin zu der Tagesmutter. Mit dem 1,5-Jährigen. Aber das mit der Tagesmutter ist halt auch nicht immer so gut, weil auch da die Tagesmutter ist mal krank und dann gibt es halt in der Kita gibt es halt normalerweise noch eine zweite, dritte, vierte Betreuerin. Ja. Und heute ist sie krank, das heißt, ich muss mit meinen Kleinen aufpassen. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Und also gute Besserung. Da ich selber krank bin, ist das okay, da passe ich auf. Okay. Also, okay. ist das okay, aber sonst ginge das gar nicht. Und dann hatten wir während mit dem Großen auch ein Problem. Da hatten die Kitas ja während der Corona-Zeit geschlossen, außer für die Leute, die halt irgendwelche wichtigen Berufe inne hatten, die man nicht, wobei ich nicht weiß, warum die gerade wichtig waren, diese Berufe, und ich meine nicht. Auf alle Fälle ist das sehr, sehr schwierig gewesen. Und danach haben die Kitas dann auch gestreikt, weil die mehr Geld haben wollten, dafür, dass wir die Kinder betreuen mussten während der Corona-Zeit. Ich fand das alles ziemlich schlimm. Also ich glaube, mit der Kita-Betreuung müsste es deutlich besser werden. Deutlich, deutlich besser werden. Also das, ich sehe das wahrscheinlich, das ist ein Problem, dass einfach tatsächlich auch weniger Erzieherinnen da und dann, wenn die eine krank ist und dann wird einfach ein bisschen ein Teil ausfallen, ne? Ja. So in dem Sinne, oder? Ja, in der Kita ist es normalerweise so, dass dann, wenn jemand krank ist oder zwei Leute krank sind, dass die Kinder dann zwar vormittags betreut werden und dann nachmittags nicht, also dass es dann halt kürzere Zeiten gibt. Aber bei einer Tagesmutter ist es so, dass es nichts mehr gibt. Es gibt für ganz Frankfurt gerade mal zwei Not-Tagesmütter. Okay, und das zwei nur. Okay. Und das reicht halt nicht. Also das ist schon ziemlich katastrophal. Okay, also das heißt, die, sag mal, Fachkräftemangel ist eigentlich auch da in Kita, weil das, wie gesagt, das, wenn die Leute krank sind, dann ist einfach nicht, dass man früh das Kind jetzt nach Hause holen muss. Ja gut, der Fachkräftemangel ist halt auch selber gemacht, weil zum Beispiel bei uns um die Kita um die Ecke haben auch ein paar Leute gekündigt, als hier die Parkplatzbewirtschaftung kam, als die Parkplätze zu bezahlen waren. Und da haben die nicht mehr arbeiten können, weil die nicht mehr von Bad Vilbel, es gab keinen Parkplatz mehr, also haben sie sich in der Kita in Bad Vilbel umgeguckt, anstatt halt von Bad Vilbel nach Frankfurt zu fahren, um da die Kinder zu betreuen. Also die Parkplätze sind ein wahnsinniges Problem. Okay, das ist ein anderes Problem, ja. Aber auch, denke ich mal, das ist auch die Kita, also Mitarbeiter, also in dem Sinne, ist auch ein Problem jetzt, dass die ja hart arbeiten muss und dann auch weniger Geld bekommen. Es gibt ja auch ausgebildete Leute, aber die werden halt, wie soll ich sagen, es gibt halt ausgebildete Leute, die kommen von anderen Ländern, aber die Behörden machen auch große Schwierigkeiten, dass die hier arbeiten dürfen. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass die große Schwierigkeiten haben, mehr arbeiten zu dürfen. Okay, das ist ein anderes Problem. Das ist ein anderes Problem. Ja. Also diese Probleme sind alle hausgemacht. Selbstgemacht. Selbstgemachte Probleme des deutschen Staates, ja. Okay, also wenn ich tatsächlich gewählt werden, und dann würde ich das auch mal probieren. Und